Guten Morgen aus dem wunderschönen Norden Deutschlands, wo der Überfluss, über den ich heute sprechen werde, ja sehr deutlich im Moment zu spüren und zu sehen ist. Überfluss an Licht, an wärmendem Licht der Sonne, Überfluss des Herbstes in all den wunderschönen Früchten, die wir an den Bäumen finden. Überfluss an Farben. Aber können wir das alles wahrnehmen? Können wir das alles erkennen? Ich selber kann nur von mir erzählen, ich kann das immer nur dann wahrnehmen und erkennen, wenn ich in meiner eigenen Mitte bin, wenn ich in meinem Herzen bin, wenn mein Herz offen ist. Und diese Herzöffnung ist es, die ja auch bewirkt, dass wir im Hier und Jetzt sind. Das sind wir manchmal nicht. Und ich kenne das von mir selbst, wenn ich in den Widerstand gegen das Leben gehe, gegen das, was mir gerade entgegenkommt, dann bin ich mit einem Mal aus diesem Fluss herausgefallen. Das passiert mir Gott sei Dank nur noch sehr selten. Aber ich merke dann, wie einfach dieser Überfluss an mir vorbeigeht. Ich spüre inzwischen, dass er nach wie vor da ist. Aber ich bin nicht mehr in diesem Fluss, in diesem Überfluss, im Fluss des Lebens. Unsere deutsche Sprache hat so wunderschöne Worte für diesen Fluss, für diesen Überfluss. Das Füllhorn des Lebens, die Fülle des Seins. Wenn ich aus diesem Fluss heraustrete, dann hat das meistens mit etwas zu tun, was in der Vergangenheit gewesen ist oder was sich noch in der Zukunft abspielen kann. Ich möchte heute nicht zu viel philosophieren, weil ich glaube, das Wichtigste ist die Erfahrung. Und ich habe ein wunderbares Geschenk vom Universum bekommen oder, wenn du so willst, von der göttlichen Präsenz. Ein Geschenk, das mir ein Füllhorn oder ein Überfluss an Möglichkeiten gibt. Ich nenne das Da-O-Ta-Klang-Codes. Ein paar Worte dazu, damit ihr wisst, was da jetzt auf euch zukommen kann und was das Geschenk ist. Klangcodes oder Da-O-Ta-Klang-Codes sind kurze Tonfolgen, die ganz spezifisch wirken. Klang, wissen wir ja, hat eine heilsame Wirkung auf uns selbst. Dies sind gesungene Tonfolgen, die man jederzeit mit sich hat, weil seine Stimme hat man ja mit, wo immer man geht. Und diese Tonfolgen können dich in deine eigene Mitte bringen, sie können dich auf der physischen Ebene unterstützen, auf der emotionalen, auf der mentalen und auch dein Herz öffnen und damit Entwicklung möglich machen auf allen Ebenen. Und natürlicherweise ist es klar, dass ich dann einfach das Geschenk mit euch auch teilen möchte, weil dieses Geschenk wurde mir gegeben als eine Möglichkeit für mich selbst, für Menschen und Tiere um mich herum und für die Welt. Und so freue ich mich jetzt, wenn ich einige dieser Klangcodes mit euch teilen kann. Der erste Klangcode führt uns in die Vergangenheit. Eine der Dinge, die uns am stärksten abhalten davon, in der Gegenwart zu sein, ist, wenn wir in der Vergangenheit uns mit Schuld befassen. Ich bin schuld das. Du bist schuld das. Das ist etwas, was eigentlich gar nicht existiert. Es existiert nur als eine Illusion, als eine Vorstellung im Verstand, weil der Verstand natürlich immer in der Dualität unterwegs sein muss. Das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist schlecht. Wir können diese Schuld beginnen aufzulösen, indem wir sie ins Herz nehmen. Und so gibt es einen Klangcode, der heißt, jetzt muss ich genau gucken, Erlösung der Schuld im Herzen. Und den möchte ich gern als erstes mit euch teilen.
Vielleicht hört ihr erstmal zu und wenn ihr das Video nochmal anschauen wollt, dann könnt ihr ja gerne mit mir singen. Also schließ jetzt einfach deine Augen, geh nach innen, geh in die Wahrnehmung über das Hören, die wird sich nämlich vertiefen, wenn du nicht schaust. Und dann lass diesen Klangcode auf dich wirken. Erlösung der Schuld im Herzen. Biahioha, 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 biahioha. Biahioha, 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 biahioha. Biahioha, biahioha, biahioha. Dieser Klangcode tief in dich hinein sinkt, dann wird er arbeiten an der Erlösung der Schuld in dir. Als Konzept auf allen Ebenen. Und natürlich auch konkrete Schuld, die in dir noch irgendwo ist. Jetzt bewegen wir uns von der Gegenwart in die Zukunft. Was wäre, wenn? Unsere nächste Falle, die Angst vor der Zukunft. Und diese Angst ist genauso illusionär. Denn die Kreativität des Universums ist unendlich. Ihr könnt das nicht wahrnehmen, weil ihr noch nicht so weit geworden sind, dass wir diese gesamte Fülle, dieses gesamte Füllhorn, diesen Überfluss an Möglichkeiten für die Zukunft wirklich erfassen können. Aber wenn uns das bewusst wird, an den Dingen, die wir schon erlebt haben, an der Kreativität, die in unserem Leben bereits passiert ist, und das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, das ist unglaublich, was da immer wieder für uns an Möglichkeiten geschaffen wird. Wenn wir das anfangen, ein Stück weit mehr zu begreifen, dann löst sich die Angst auf. Angst gleich Angus gleich Enge. Die Angst macht unser Herz eng. Die Angst ist es, die der Gegenpol zur Liebe ist. Und so können wir Angst letztendlich in Liebe wandeln. Und der nächste Klangcode, den ich für euch singen möchte, hat mit diesem Wandeln zu tun. Angst in Liebe wandeln. Den singe ich jetzt. Und ihr könnt die Augen wieder schließen. You.
Wenn dieser Wandel sich vollzieht von Angst in Liebe, dann ist die natürliche Folge, dass das Herz sich mehr öffnen kann. Und auch das kann durch einen Klangcode unterstützt werden. Das ist jetzt der nächste, den ich singen werde. Diese Herzöffnung geschieht bei mir immer am stärksten, wenn ich hinausgehe in die Natur. Und die Fülle, die da im Moment zu finden ist, ist einfach gigantisch. Einen solchen Herbst hat der Norden Deutschlands, glaube ich, noch nie erlebt. Und ich denke mal, das ist auch in anderen Ecken Deutschlands so. Dieses wunderbare Licht, im Moment haben wir den Sonnenaufgang. Die Sonne wird gleich auch in meine Augen scheinen, die aufgehende Sonne. Und diese Wärme, dieses Licht, das die Blätter, die von Grün in Gold, in Rot übergehen, einfach beleuchtet, die bewirkt einfach automatisch, ganz aus sich heraus, diese Öffnung des Herzens. Und was geschieht dann? Dann kommt Freude, weil ich mich beschenkt fühle. Und das ist der nächste Klangcode. I-ya-yo-a, 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 i-ya-yo-a. Vielleicht kannst du spüren, wie dieser Klangcode einfach dich weckt und dich lebendig werden lässt. Du magst gar nicht mehr sitzen auf deinem Stuhl, sondern du magst tanzen, wie die Kinder es tun, die ja noch im Augenblick sind. Und aus dieser Freude heraus entsteht dann ein Gefühl, ein Wahrnehmen, ein zartes Empfinden von dem eigentlichen Urzustand unseres Seins. Das ist unser Erbe. Das Sein in Liebe. Der Zustand von Liebe, der von unserem Herzen aus überfließt. Da haben wir wieder den Überfluss. Und das erlebe ich immer, wenn ich dann diese wunderschönen Dinge erleben darf. Oder wenn ich auch bei Regen über die Straßen fahre und die nächste Ampel plötzlich grün wird. Oder wenn ein Vogel vorbeifliegt oder ein Reh über die Straße springt oder ich das Lächeln eines Menschen, der neben mir an der Ampel gestanden hat, empfangen durfte. All diese Geschenke lassen mein Herz überfließen in diesem Zustand, der Seinszustand ist, zu dem wir mehr und mehr zurückfinden. Je leichter, je lichter, je heller unser Körper-Seele-Geist-System wird. Und diesen Klangcode werde ich jetzt für euch singen.
Überfluss des Seins. Und übrigens, wenn du in diesem Überfluss bist, wenn du das spürst, wenn du es wahrnimmst, wenn es zu deinem Seinszustand mehr und mehr wird, dann wirst du auch den Überfluss im Außen anziehen, auch den finanziellen Überfluss. Es geht gar nicht anders, weil du es bist. Bevor ich jetzt mit einem Abschlusscode, den ich dann gleich noch erklären werde, abschließen möchte, möchte ich euch ein bisschen teilhaben lassen an meinem Überfluss an Möglichkeiten. Mir wurden diese Klangcodes geschenkt als ein Feld von vielen, vielen Möglichkeiten. Und ich bin die Hüterin und die Entdeckerin und Entfalterin dieser Klangcode-Wolke, wenn du so willst, dieses morphogenetischen Feldes. Und so kann ich dir einen Klangcode singen. Das ist nicht einer, den du für dich selber singst, sondern das ist einer, den ich als die Hüterin dieses Feldes dir schenken kann, damit du einen tieferen Kontakt bekommst zu diesem Feld. Und diese Klangcodes, wenn du sie dann später für dich singen magst, das ist ja nur ein Angebot, tief für dich wirken können und für Menschen, Tiere, Pflanzen, die Natur, diese schöne Welt. Und jetzt kannst du dich nochmal zurücklehnen, die Augen schließen und diese Herzöffnung, die in dir initiiert wurde, jetzt einfach tief fühlen. Denn dieser Klang wird besonders in dein Herz hineingehen. Dieser Klangcode, der dich verbindet, wie mit einem eigenen Plugin, nenne ich es immer gerne, mit dem morphogenetischen Feld der Klangcodes. Und jetzt folgt noch ein letzter wichtiger Klangcode für dich, den du selber für dich anwenden kannst. Das ist der sogenannte Abschlusscode. Klänge
Geräusche sind etwas Flüchtiges, sie kommen und gehen. Dieser Klangcode hilft oder sorgt dafür, das ist die bessere Formulierung, dass diese Klangcodes, die du gesungen hast und die Informationen, die sie tragen, in deinem System verbleiben können, bis sie alles getan haben für dich, was sie tun können. Und deswegen ist er so wichtig. Ja, zwei Teile, ich singe erst den ersten Teil und dann den zweiten Teil. Und mit dem letzten Mal des zweiten Teiles bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und bei den Klangcode-Wesen, denn da sind Wesenheiten, die hinter dieser Arbeit stehen, dass sie helfen, dass sie unterstützen, was auf dieser Erde an Wachstum geschieht. Und dass sie durch mich oder dann, wenn ihr diesen Klangcode singt, durch euch arbeiten können. Du kannst die Augen wieder schließen und dies noch einmal auf dich wirken lassen. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören. Ein Wort noch zu den Klangcodes. Sie sind so angelegt, dass sie niemals manipulieren können. Du kannst also nicht einen Menschen oder ein Tier oder eine Landschaft besingen mit den Klangcodes und sie zwingen sich auf. Nein. Das kannst du vielleicht ja auch schon spüren, wenn du dich jetzt eingelassen hast. Es ist ein Angebot für die Landschaft, für die Pflanzen, für die Tiere, für die Menschen. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, du kannst es jederzeit singen, wo immer du bist. Und es wird wirken, da, wo es wirken darf. Da, wo Überfluss empfangen wird. Da, wo Fülle sein darf. Da wird es wirken. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude mit den Klangcodes, so wie sie mir jeden Tag Freude machen dürfen.